Ich will, dass du mir hilfst und ich will ein iPhone. Schätzchen, ich will, gewöhnst du dir mal ganz schnell ab. Ich will ein iPhone. Ich will, ich will, ich will! Fräulein, es kann nicht sein, dass du für die kleinste Rechenaufgabe ein Handy brauchst. Alle aus meiner Klasse arbeiten mit einem Handy. Und ich muss mit meinem Kopf rechnen? Ich will ein iPhone. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Was ist denn hier los? Deine Tochter will ein iPhone haben. Sie kriegt kaum 2 plus 2 im Kopf zusammengerechnet, aber denkt, sie müsste mit 8 Jahren ein iPhone haben. Wir haben in unserer Kindheit vielleicht einen Rechenschieber gehabt. Reg dich nicht auf. Mach dir mal ein Käffchen, ich klär das. Ja, und dann erklär ihr auch bitte die Worte Bitte und Danke. So, was ist denn los? Hilf mir mal, die Aufgaben zu lösen. Mama sagt, ich muss das alles mit dem Kopf ausrechnen. Die anderen rechnen auch alle mit dem iPhone. Ich will auch eins. Schätzchen, ich will, gewöhnst du dir mal ganz schnell ab. Es gibt da nämlich ein Zauberwort und das lernst du erstmal zu benutzen. Nö, ich will, dass du mir hilfst und ich will ein iPhone. Schätzchen, in deinem Alter gibt's bestimmt kein iPhone. Und wenn du überhaupt möchtest, dass ich dir bei den Aufgaben helfe, dann benutzt du das Zauberwort. Also, wie heißt das Zauberwort? Gina. Gina? Die Frau, mit der du immer schreibst, wenn Mama schläft. 207. Da kommt 207 raus. Willst du zu dem iPhone noch ein Cover? Stopp! Kommst du her? Hast du Video schon geliked? Eddie, sei mal ein bisschen freundlicher zu den Leuten. Wir wollen die Menschen doch für uns gewinnen. Also, Video schon geliked? Wenn nicht, schnell nachholen und mit allen Freunden teilen, die du magst. Richtig. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann teil es mit allen Leuten, die du nicht magst. Und abonniere unseren Kanal. Richtig.